Hallo alle zusammen zu dieser 15. Folge Informatik für die Oberstufe. Und nachdem wir letzte Mal Mealy- und Moore-Automaten näher angesehen haben, schauen wir uns heute noch einmal genauer die nicht-deterministischen Automaten an und vor allen Dingen, wie wir aus nicht-deterministischen einen deterministischen Automaten basteln können. Dazu werden wir dann zu der sogenannten Potenzmengenkonstruktion kommen. Aber fangen wir einfach mal an. Naja, was ist erstmal ein nicht-deterministischer Automat? Wir haben ja schon in der ersten Folge gesehen, dass für Determinismus eben genau bestimmt sein muss, wenn ich in einem Zustand bin, in welchen ich übergehe, wenn ich eine Eingabe habe. Und das haben wir eben nicht. Also wir haben jetzt zum Beispiel hier einen Zustand, unten links, ich bin ein Zustand und zwei andere Zustände und in beide kommen wir jeweils mit Eingabe A hinein und damit ist eben nicht klar, welcher von beiden Zuständen der Folgezustand ist und deswegen ist dieser Automat hier nicht deterministisch. Manchmal wollen wir das, da man nicht-deterministische Automaten häufiger einfacher modellieren kann. Und wenn wir dann bestimmte Situationen abbilden möchten aus der Realität, wollen wir eben manchmal auch Nicht-Determinismus ausdrücken. Und deswegen ist es zum Modellieren einfacher, manchmal diesen Nicht-Determinismus zu erlauben. Der bringt uns natürlich nachher, wenn wir das zum Beispiel simulieren wollen, nicht mehr so ganz viel. Und deswegen brauchen wir eben eine Möglichkeit, aus nicht-deterministischen Automaten deterministische machen zu können. Und dazu kommen wir zu der Potenzmengenkonstruktion. Also, wir haben jetzt hier einen nicht-deterministischen Automaten abgebildet und aus dem wollen wir eben einen deterministischen machen. Ich hoffe, es ist auch schon klar, warum der nicht-deterministisch ist. Und zwar, wenn wir in Zustand B sind, können wir eben mit der Eingabe Y in B bleiben. Das ist dieser Rückpfeil auf B. Oder wir können mit Y in C weitergehen. Und das ist an der Stelle eben nicht genau definiert, was passiert. Na gut, die Potenzmengenkonstruktion ist ziemlich kompliziert eigentlich, wenn man sich zum Beispiel die formale Definition bei Wikipedia ansieht. Ich habe sie jetzt hier mal stark vereinfacht und werde es am Beispiel durchführen, um das ein bisschen klarer zu machen, was wir überhaupt machen. Formal sieht das ganz schön wirr aus. Also vereinfacht dargestellt wollen wir eine Potenzmenge der Zustände bilden. Eine Potenzmenge ist im Prinzip eine Menge, in der alle möglichen Kombinationen von Zuständen drinstehen. Dann werden wir sehen, dass Endzustände auch Endzustände bleiben und dann fügen wir Übergänge ein. Aber fangen wir einfach mal an. Als erstes bilden wir die Potenzmenge. Na gut, dann haben wir jetzt als Ursprungszustände ja gehabt A, B und C. Entsprechend, wenn wir jetzt sagen, wir wollen alle Kombinationen bilden, haben wir jetzt eben A, B, C, A, B, A, C, B, C und A, B, C. Das sind die aktuellen Zustände, die wir jetzt haben in unserem neuen Automaten, den wir jetzt konstruieren wollen, wenn wir aus dem nicht-deterministischen an deterministischen machen möchten. Dann habe ich gesagt, Endzustände bleiben Endzustände. Das heißt erstmal nur, dass jeder Zustand, in dem jetzt das C drin steht, auch ein Endzustand wird. Deswegen haben wir jetzt quasi gerade vier. Immer wenn das C auftaucht in dieser Kombination von Zuständen, haben wir eben einen Endzustand. Und ich habe auch A jetzt als Startzustand beibehalten. Und dann fangen wir eben an, Übergänge einzufügen. Das heißt, wir sehen ja, wir kommen aus dem A nur mit dem X irgendwie weg, sonst passiert da nichts. Das bleibt vermutlich dann auch so. Und wir kommen mit dem A per X nach B. Auch das bleibt erstmal so. Jetzt kommt ja der eher trickreiche Teil. Na gut, wir haben jetzt in B die Möglichkeit, mit x in B zu bleiben. Wir können mit y in B bleiben oder wir können mit y eben weitergehen. Naja, der Teil mit dem x war ja irgendwie einfach, weil der ist ja deterministisch, den können wir quasi direkt übernehmen. Die Frage ist jetzt, was wir mit dem y machen. Und da kommt jetzt eben die Potenzmengenkonstruktion ins Spiel, die ich wie gesagt gar nicht formal gerade machen möchte, sondern nur von der Idee her hier einfließen lassen möchte, weil sie formal ziemlich komplex ist. Wir haben wie gesagt das Y. Und die Frage ist, wir können ja jetzt mit dem Y entweder nach B gehen oder nach C gehen. Und das ist ja das Problem, dieses Entweder-Oder, das konnten wir vorher nicht ausdrücken. Können wir jetzt aber, weil wir Zustände haben, die beides beinhalten. Wir können jetzt eben sagen, wir gehen von B mit Y nicht nach B oder C, sondern nach B, C. Genau, das machen wir jetzt. Wir fügen also B, C an und haben den Weg per Y beschritten. Das heißt, wir kommen jetzt von B mit der Eingabe Y nach B, C. Damit haben wir quasi beide Fälle abgedeckt.
Und jetzt schauen wir uns eben an, was passieren kann, wenn wir uns in diesem Sammelzustand befinden. Naja, wir haben einmal die Möglichkeit, von B nach C zu gehen, wenn wir dieses Y bekommen. Oder beziehungsweise wir können auch in B bleiben, wenn wir das Y bekommen. In beiden Fällen sind wir aber innerhalb dieses Sammelzustands BC. Entweder sind wir sogar in B oder einmal gehen wir von B nach C. In beiden Fällen sind wir eben in BC und deswegen wird das Y zu einer Selbstreferenz sozusagen. Wir zeigen dann auf den Zustand selber nochmal mit dem Y. Wir gehen eben nicht aus dem Sammelzustand raus. Deswegen bleibt das Y auf BC oder wir können eben mit X gezielt nach B zurückgehen. Und deswegen bekommen wir dann noch einen Rückpfeil auf B für nur das X. Hier eben die Unterscheidung, ob wir mit dem Y in B oder C sind. Deswegen bleiben wir in dem Sammelzustand oder mit X gezielt aufs B zurückgehen. Deswegen kommen wir dann nach B. Naja, so haben wir eben die Übergänge konstruiert. Wir haben jetzt noch eine Menge Zustände übrig, die wir jetzt gar nicht gebraucht haben, weil wir könnten jetzt genauso mit denen weiter konstruieren. Wir könnten uns jetzt die Sammelzustände angucken. Was steht drin? Welche Zustände verbinden wir da? Und was heißt das für die Übergänge? Und eben dafür sich mal die einzelnen Übergänge anschauen und eben konstruieren, wo laufen wir hin? Bleiben wir in dem Zustand? Gehen wir auf andere Zustände? Das ist der Kern der Potenzmengenkonstruktion, die ich, wie gesagt, gar nicht formal konkret machen wollte, sondern hauptsächlich die Idee hier einspielen wollte. Und die Idee ist eben, diese Sammelzustände sich anschauen und gucken, wo man hinläuft. Naja, wie gesagt, die anderen vier könnte man jetzt genauso konstruieren, würde aber feststellen, dass sie im Prinzip nachher nicht mit dem A verbunden sind, was ja der Startzustand ist, und damit können wir die niemals erreichen. Naja, dann können wir die jetzt einfach direkt streichen, weil wenn wir die nicht erreichen können, können wir sie wegwerfen. Und damit sehen wir jetzt, dass wir die beiden Automaten oder den Automaten erzeugt haben aus dem anderen Automaten. Und dann stellen wir sie mal gegenüber. Wir hatten also ursprünglich diesen NFA, diesen Non-Deterministic Finite Automaton und haben daraus eben den DFA, den Deterministic Finite Automaton, gebaut. Und damit haben wir eben so ein paar Konzepte gesehen, wie wir manchmal leichter modellieren können, aber im Endeffekt dann tatsächlich trotzdem das formal präzise erzeugen können, sogar mehr oder weniger automatisch. Also es gibt, wie gesagt, diese Potenzmengenkonstruktion ist eigentlich ein formaler Algorithmus, den man auch so abfolgen kann, aber der ist ein bisschen komplex. Und deswegen habe ich es hier vereinfacht die Idee gezeigt. Na gut, und beim nächsten Mal schauen wir uns dann an, was ein Petri-Netz ist und klären eben die Frage, was ist ein Petri-Netz? Und das ist so ein bisschen verwandt mit der Automatentheorie, aber geht auch ein bisschen darüber hinaus. Aber wie dem auch sei, ich freue mich jedenfalls aufs nächste Mal und danke fürs Zuschauen. Bis dann!